Da fiel der dreimal beim Aufsteigen vom Fahrrad. Können Sie sich noch an eine Geschichte erinnern, die sehr kurios oder interessant oder besonders war an den letzten Tagen des Transferfensters oder der Transferperiode? Ja, also zum Beispiel, wir haben eben über Pizarro gesprochen, das war so eine Geschichte. Der hatte einen Vorvertrag bei Betis Sevilla unterschrieben und es ging dem Ende der Sommerpause entgegen. Und jetzt ging es auch praktisch um 24, glaube ich, oder um 48 Stunden. Und die von Betis Sevilla hatten rausbekommen, dass ich da zwei, dreimal in Peru gewesen war und habe mit dem Vater und da war auch einmal Alofs dabei. Wir haben also immer zu zweit oder dritt versucht, ihn zu überzeugen, nach Bremen zu holen. Das war beim ersten Mal, als er überhaupt aus Peru nach Deutschland gekommen ist. Ja, und dann kam das die von Betis Sevilla rausbekommen und sind hierher gekommen. Und haben wohl auch irgendwie meine Handynummer oder mein Telefon erwischt. Und ich habe dann zu denen gesagt, jawohl, wir treffen uns mit Pizarro in Hamburg, glaube ich, habe ich gesagt, in 4 Jahreszeiten oder im Hotel Atlantik übernachtet der. Und dann sind die dahin gedüst. Und dadurch haben wir dann diese eine Nacht. Und in der Nacht hat dann hauptsächlich auf der Basis auch von Manfred Müller, der auch ein sehr guter Vertragsgestalter war, dann im Hotel hier in Bremen, im Hotel Maritim, so gegen 3 Uhr morgens, glaube ich, die Unterschriften gehabt und dann war alles klar. Und die Vertreter von Betis Sevilla, die haben mich zur Hölle geschickt dann, ja. Die saßen in 4 Jahreszeiten und saßen in der falschen Jahreszeit. Ich dann später gesagt, ich habe mich wohl versehen. Ja. Da gibt es auch eine ganz lustige Geschichte. Wir holten den ab, Alofs mit einem Q7. Audi fuhr und ich saß hinten und sollte den bei guter Laune halten und wir holten den ab in Zürich am Flughafen und dann sollte er zum Trainingslager gebracht werden. Nach Bad Ragaz, ne? Ja. Und dann sagte der, mit einmal guckte er immer so und sagte, jetzt muss man wissen, Q heißt K auf Portugiesisch und 7 heißt Sete. Und jetzt sieht er das Auto und sagt, oh, Kassette, Kassette. Und Alofs macht immer das Handschuhfach auf und sagt zu mir, sag ihm, ich habe keine Kassetten. Das fing also ganz witzig an und ich habe gedacht, es kann was werden. Dann kam aber gleich, dann haben wir das, die erste Radtour. Da fiel der dreimal beim Aufsteigen vom Fahrrad, aber nicht, weil er was getrunken hatte, sondern weil er überhaupt nicht Rad fahren konnte. Und also es waren schon immer tolle Geschichten dabei. Und das ist eine, an die ich auch oft zurückdenke. Das ist vielleicht meine Meinung ganz alleine. Ich würde im Moment gar keinen mehr bei Werder dazu kaufen, denn wir haben einen gewissen Spielplan und das sieht so aus, dass Kruse und Barthes vorne spielen. Wenn wir tatsächlich noch einen Stürmer holen, was sagen dann die vielgepriesenen Jugendlichen, die wir ja immer noch haben, dann müssen wir auch aufpassen, dass wir den nicht in der letzten Sekunde immer kurz vor Schließen des Fensters noch Leute vor die Nase setzen und dann wieder dann sacken die wieder ab und spielen wieder überhaupt nicht oder irgendwo, wo sie eigentlich nicht spielen wollten. Und da kann ich nur sagen, Werder wird sich bemühen, immer bemühen, ob sie zu dem Geld, was sie haben, irgendwas Tolles bekommen. Aber wie weit da die Chancen jetzt in 2 Tagen noch stehen, weiß ich nicht. Ich sage nur eins, Werder Bremen geht nicht unter, wenn da keiner mehr kommt.